Es wird bearbeitet. Ja, mach Pause. Haben wir genug? Haben wir im Moment? Haben wir, gut. Jetzt kommen sie da alle rein. Na, 7 Betten in einer Station, das ist doch ganz gut. Dann kriegen wir Geld für die Behandlung. Ich glaube, die 100.000 innerhalb von 90 Tagen kriegen wir auch zusammen. Und der sollte mal schneller machen. Danach kann er Pause machen. Da sind meine Toiletten. Sind auch noch gut in Form. Ja, ein bisschen Profit, das ist gut. Dem ist kalt. Ja, der kam ja auch aus der Kälte gerade. Okay. So, rein theoretisch kann man noch viel dran rumwerken. Man kann zum Beispiel, machen wir mal gerade Pause, dem Personal, also hier sind erstmal die Informationen über das Personal, man kann das Gehalt einstellen und man kann den verschiedene Aufgaben zuweisen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, was haben wir denn zum Beispiel, das sind jetzt die Ärzte, Hausmeister. Nur, also ich hätte jetzt alle, die da Geisterjäger-Ausbildung haben, und ich würde jetzt sagen, nur der darf Geisterjäger machen, dann würde ich bei dem das angewählt lassen, bei dem das ausmachen, so wie es jetzt auch ist, weil die halt die Kompetenz nicht haben. So kann ich das bei Ärzten auch machen, bei Assistenten, bei allen drum und dran, um zu sagen, das und das darf der, das und das darf er nicht. Wäre nachher ganz cool, aber bei so wenig ist es, naja, muss, ne? Und Monobiest haben wir nicht gefangen, ja, ich weiß. Das ist nicht schlimm. Wir haben schon 3 geheilt. Das ist ganz gut. Ja, Weiterbildung wollten wir jetzt mit anfangen, ne? Kann ich jetzt noch nicht, muss ich gleich erst bauen. Können wir aber gerade machen. Weil wir haben ja ein Weiterbildungszimmer. Das könnten wir theoretisch hier noch mit reinmachen. Oder wir setzen das hier an der Seite. Da passt sonst sowieso nur so ein kleiner Raum hin. Können den ein bisschen vergrößern. Das nach da. Dann haben wir ein Rednerpult. Das setzen wir dann dahin. So. Ich drehe das mal gerade. Ich würde nämlich gerne, auch wenn es, glaube ich, unnötig ist. Aber ich würde gerne so ein bisschen Ordnung drin haben. So, dann haben wir
So eine Enzyklopädie, Bücherei-Regal, das bringt sogar noch ein bisschen Tempo bei der Weiterbildung. Ein Abfalleimer kommt daneben. Desinfektionsspray, weil nicht, dass die aus dem OP kommen und da gleich hingehen. Well, danke für dein Host und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Hier die Heizung an. Eine Kaffeemaschine muss man da haben. Bücherregal tun wir auch mit rein. Eine Yucca-Pflanze, weil wir sind 7-Day-Spieler. Brachten die auch noch was? Ja, hier Weiterbildungstempo, das heißt Anatomie kommt hier mit rein. Das nicht, das nicht. Auch nicht, auch nicht. Okay, wenn es was bringt, nehme ich es auf jeden Fall mit rein. Na gut, reicht. So, dann haben wir das Zimmer nämlich auch. Dann können wir nämlich jetzt auf Weiterbildung gehen. Das heißt, entweder ich starte hier durch den Kurs. Oder halt, indem es mir angeboten wird, oder ich auf denjenigen klicke. Ich würde gerne verfügbare Teilnehmer. Erstmal so die noch nicht so viel haben. Komm mal, Pflegeschüler, Nachwuchsschwester. Brauchen wir auf jeden Fall noch einen Nachwuchspfleger. Nachwuchspfleger, nehmen wir den mal mit rein. Verfügbare Kurse. Ich nehme erstmal verfügbare Ausbilder, weil ich brauche auf jeden Fall. Ich will mir das Geld halt sparen, da irgendwie jemanden kommen zu lassen. Behandlung wäre eine mögliche Sache. Und Diagnostik auch. Aber die müssen mehr Behandlung. Nehmen wir den. Behandlung. Kurs starten. So. Das heißt, da wird ein Kurs gestartet. Kostet mich 10.000 oder so. Also ein bisschen was. Und in der Zeit, ich brauche natürlich mindestens einen Krankenpfleger mehr. Ich nehme auch noch einen mit Apothekenverwaltung dazu. Wieso kalt? Soll ich dir noch eine Heizung hinstellen, ja? Gut, die haben wir abgeschlossen. Also wir haben 100.000 Euro verdient in der Zeit. Das heißt, wir kriegen, der ist 20% zufriedener, was super ist. Und wir kriegen 10k. Das heißt, dieses Geld, diese Währung, die wir einsetzen können, um neue Sachen zu nehmen. Es wählt denn auch im Chat? Oh, Sondermeldung. Ich habe 5 von 6 Patienten geheilt. Das ist auch wieder super. Kriegen wir auch wieder Geld für. Also sowas nehme ich gerne an. Wenn ich genug dafür habe. Noch nicht, glaube ich. Ja. Kommt da bestimmt gleich nochmal. Sagt mir mal Bescheid, wenn Will zu sehen ist, weil ich dann ihm noch was sagen muss. Also vom Profit her sind wir gerade ziemlich gut. Plus 57.000, obwohl wir das gebaut haben, alles umgepflanzt haben, plus ein, zwei andere Sachen gebaut haben. Hier fehlt einer.
Okay, Assistenzarzt. Ja, wir haben aber auch zwei im. Okay. Ich brauche noch einen Krankenpfleger. Ich nehme noch so einen, der noch nichts kann. Weil wir jetzt Weiterbildung machen können. Ja, theoretisch könnte ich da noch so einen hinsetzen. Haben wir denn irgendwo den Platz dafür? Ich könnte die Heizung anders hinsetzen. Probieren wir mal. Wenn ich die Heizung irgendwie mittig reinsetze. Die können ja dran vorbeilaufen. Und noch so eine Umkleide hinsetzen könnte. Das wird, glaube ich, ein bisschen was bringen. So. Sieht auch ganz gut aus. Da ist das Zeichen, wie lange die Weiterbildung noch dauert. Was im Moment läuft, frage ich mich, warum noch keine Awards kommen. Aber das kommt wohl noch. Ah. Da stehen auch so viele Schlangen. Kann man ja wirklich überlegen, noch so eins hinzusetzen. Ah, kaum sagt man's. Dann gucken wir uns noch die Awards erst an. So, öffnen wir Arzt des Jahres. Das ist einer von unseren Ärzten. Hey, das gibt immer wieder Geld und Ruf und auch diese K-Währung. Und Krankenpfleger des Jahres. Ist auch einer von uns. Schon mal gut. So, für die erste Award-Auszeichnung bei dem Krankenhaus 3 von 8 ist schon gar nicht so schlecht. Aufsteigender Stern. Ist auch jemand von uns. Yeah. Das gibt Geld. Geld in die Kasse. So, wer wird Arbeitgeber des Jahres? Das Tumble. Juhu. Das hat sich gelohnt, so ein bisschen mehr Gehalt schwingen zu lassen. Keine Todesfälle werden wir nicht. Wir hatten schon welche. Das hat die Orbi-Stiftung gekriegt. Das sind so ein paar Krankenhäuser halt gegen dich. Bestes Lehrkrankenhaus. Spungel Meditech, ja. Der Patientenpreis könnte wieder interessanter werden. Nee, holistisch. Schade. Und Krankenhaus mit dem höchsten Prestige. Auch Holy Stitch. Aber 4 von 8 ist gut. Das sind 20.000 Euro, also. Bestenlisten. Gucken wir doch mal. Wert des Krankenhauses. Sind wir langsam im Kommen? Ist ja jetzt die erste gewesen. Heilungsrate, ja, da kann man noch nicht hoch sein. Obwohl, mit 78% sind wir doch ziemlich gut. Ruf sind wir mit 71% auch schon mal gar nicht so schlecht für die erste Abrechnung hier. Jährlicher Gewinn, ja, da kommt's noch. Jährlich geheilt, das dauert auch noch, da müssen wir auch noch hoch.
Personalstimmung sind wir mit 67% auch gar nicht so schlecht. Ja, von den Finanzen geht das. Personal, gut, die Stimmung. Da könnte es die Pausen nicht Richtlinien bisschen umändern. Eigentlich ist größtenteils immer die Gehaltsstimmung das, was einen runterzieht. Patienten geht ziemlich hoch. Aha, okay. Ein Zimmer hat lange Schlangen, da wollten wir ja gerade was gegen tun. Oh, das gibt jetzt jeweils 5000, wie gesagt. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Ich würde gerne, damit wir auch noch andere Zimmer haben, die Kardiologie dazu tun. Die braucht auch nur 3x3, die können wir daneben packen. So, das ist das mit dem Laufband. Da kriegen wir noch einen Arzneischrank mit rein. Einen Aktenschrank daneben. Einen Abfalleimer. Ein Feuerlöscher für das Laufband. Desinfektion. Machen wir eine Heizung mit rein. Prestige 2. Stellen wir eine Jucke in die Ecke. Gibt es noch was Nettes anzusehen, wenn man auf dem Laufband ist? Machen wir Kinderzeichnung auch noch mit rein. Kann man sich dann auch angucken. Nebenbei kann man einen Sehtest machen. Und einen Rorschach-Test, um zu gucken, ob man verrückt ist. Tun wir den an. Und wir haben immer noch Prestige Stufe 2. Da kommt eine Uhr mit rein. Und da passt das. So. Kardiologie, brauche ich einen Krankenpfleger. Wie lange braucht ihr denn noch? Brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Weiterbildungslehrgänger. Diagnostik. Oh, die ist ja gut. Die nehmen wir. Hi, Waser. So. Sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Vielleicht gehen die jetzt auch erst dahin, statt dahin. Wenn sich das gleich einpendelt. Ich finde das schön, dass ich die meisten gut kenne. So, um mal so einen Überblick zu haben. Was wir jetzt noch nicht haben, was irgendwann noch kommen wird, wäre eine Psychiatrie. Das Forschungszentrum. Die Zirkustherapie, die Farbtherapie, das Spiel. Spritzenhaus, das sind so die, die wir noch nicht haben, aber bestimmt irgendwann brauchen. Beförderung. Achso, das ist einer von denen, die ich ausgebildet habe gerade. Ne? Befördern war mit ein bisschen Gehalt. Oh.
Die haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir können da gleich nochmal ein bisschen ausbilden. Ich würde ja gleich die Ärzte gerne ein bisschen ausbilden. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall wieder Unterstützung. Jessant. Eine Verletzung der Hand, die durch übermäßiges, enthusiastisches Fingerschnippen und Händewedeln verursacht wird. Ausgelöst durch ungezügelten Jazzkonsum. Kommt in die Station, okay. Interessant. Die kenne ich noch nicht, die Krankheit. So, da sind nicht mehr ganz so viele. Ja, fünf. Dafür sind hier schon mal zwei. Bisschen eingependelt hat sich das. 31.000 Profit ist gut. Okay. Schneller geht nicht. Nein, schneller. Nur mit zweien. So, wir haben 35 von 50 geheilten Patienten. Wir sind bald ein Ein-Sterne-Krankenhaus. So, wir brauchen jetzt gleich mindestens noch zwei Ärzte, weil wir Weiterbildung machen wollen. Ich nehme Narich, unhygienisch, hält das Leben für eine romantische Komödie, motiviert. Ja gut, motiviert ist doch super. So. Und der auch. Wir haben ja, wir können da noch ausbilden. Und ich will ja jetzt auch ausbilden. Weiß nicht, vielleicht kann ich die ja mit ausbilden. Okay, jetzt weiterbilden. Wir wollen aber noch Ärzte mitzunehmen. Assistenzärztin nehmen wir mit so. Und Chefärztin, Chefassistenten. Ah, hat die noch irgendwas, was sie lernen kann? Mit denen zusammen. Verfügbare Ausbilder. Was könnte die denn ausbilden? Diagnostik. Diagnostik ist gar nicht so schlecht. Kurs starten. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen allgemeinen Medizin. Eine Arztpraxis. Kann man das jetzt irgendwie intelligent anstellen? Kann man nicht, ne? Du brauchst für jeden Raum mindestens 3x3. Das heißt, theoretisch passt da nur noch einer hin. Aber wir können den so machen, dass wir davor noch ein bisschen Platz haben. Dann können wir da wenigstens noch ein bisschen was hin tun. So. Oh, ich gehe mal näher dran. Ein Arzneischrank kriegt er mit rein. Ein Abfalleimer neben die Tür. Desinfektionsspender. Natürlich ein Heizkörper. Das ist dann auch wieder eine Arztpraxis mit Kaffeemaschine.
Natürlich mit Bücherregal. Der Teppich kommt da drunter. Klare Sache. Das behalte ich auch bei. Ich finde das cool. Anatomie. Das Zertifikat kommt an der Wand. Der Bronzestern auch. Und eine Uhr. So. Dann können wir nämlich hier draußen noch ein bisschen was hinstellen. Zum Beispiel ein Salz-Snack-Automat. Ein Heizkörper. So. Nee, wichtig erstmal ein, zwei silberne Bänke. Ja, da kommt bestimmt noch was zwischen, nämlich eine Yucca-Pflanze. So. Dann haben wir noch die Ernährungspyramide, die wir einfach mal so ein bisschen aufhängen können. Theoretisch. Guck mal, ein Zeitschriftenständer noch mit an. Passt doch. Sieht doch, glaube ich, ganz gut aus. Dann haben wir nur noch hier ein bisschen Platz. Plus hier für eventuelle Sachen. Eventuell auch noch eine neue Station, falls zu viel wird. Und dann holen wir uns das. Dass wir uns hier das Ding nicht holen können, ne? So. Ja, das ist jetzt ein bisschen Verlust, weil ich das ausgebaut habe und ein bisschen was platziert habe. Okay. Notfall. Oh, schon wieder wurden die hilflos zurückgelassen, weil das Meditech auf die Hochsee verlagert wurde. Okay. Nehmen wir doch, ne? Ich finde dieses Radio ganz cool. Der ist schwerwiegend. Dann kannst du seine Warteposition noch ein bisschen verändern. Oh, Fraktion 7. Stopp. Ich hole mir. Befördere drei Mitarbeiter in 180 Tagen ist seine Herausforderung. Machen wir. WB. Weil wir haben sowieso gerade welche in der Weiterbildung. Wenn das fertig ist, wollen die eine Beförderung haben. Wir holen uns noch so ein Frakturzimmer, so eine Station. Die muss 3x4. 3. Bin gerade am Überlegen. 2, 3. 1, 2, 3. Würde für zwei Platten passen. Okay. Machen wir den doch dahin. Den da in der Ecke. Aha, bauen wir ihn nicht auf. Oder? Oh. Kommen wir ziemlich nah dran. Haben wir da hinten in der Ecke genug Platz? Machen wir einen Sprung.
Band in der Ecke. Arzneischrank mit in der Ecke. Ein Abfalleimer hier hin. Ein Feuerlöscher mit rein. Natürlich ein Heizkörper, den stellen wir mal mitten in den Raum, damit er komplett heizt. Eine Jucker mit rein. Oh. Eine Jucker mit rein. Zertifikat hier drüber. Irgendwas brauchen wir noch. Ja, guck mal, nette Zeichnung. So. Mit deinem Krankenhaus macht sich. Wir könnten hier theoretisch noch ein, zwei Bänke entstellen. Aber mindestens eine. Wo wir auch mal so. Probieren wir doch mal aus. Voll. Ich habe keine Idee. Ah, Mist. Das klappt nicht, ne? Wenn wir die um einen verschieben, dann können wir nämlich daneben noch eine Jucker bauen und Broschüren, Spender. Guck mal. Sieht doch gut aus. Denke ich mal. was brauchen wir dafür? Ach, zusätzliches Personal können wir auch noch. Krankenpfleger. Können wir da auch zusätzliches Personal? Machen wir doch zwei hier rein. So eine große Station. Können wir meinetwegen auch noch einen Krankenpfleger holen. Guck mal, Alf. Alf ist immer gut. Klassenclown, geborener Mentor. Kann sich nie Liedtexte merken. Okay. Und wir haben eine neue Krankheit. Da fühlen sich deine Kunden wohl, ja. Hoffe ich doch. Lykantropie wurde einst für ausgerottet gehalten, tritt nun aber wieder in verschiedenen gefährlichen Wäldern im ganzen Land auf. Die Krankheit wird durch direkte Bestrahlung durch Vollmondlicht ausgelöst oder womöglich über Türklinken übertragen. Forscher sind sich darüber noch uneinig. Apotheke, okay, haben wir ja. Oh, der fühlt sich gar nicht gut. Hungrig, durstig, muss aufs Klo, unzufrieden, unmotiviert. Komm, kriegst eine kleine Gehaltserhöhung. Und solltest vielleicht mal eine Pause einlegen. Ich glaube, ich brauche noch einen Krankenpfleger. So. Und du kannst Pause machen. Aldo ist sehr fürsorglich, ja. Ja, es geht wohl. So. Zufriedenheit steigt wenigstens bei dem, wenn er.
Was mit dem? Apotheker, okay, der wird jetzt geheilt. Das ist gut. Die sind gleich fertig. Das ist auch gut. Ja, sieht doch ganz positiv aus bisher. Oh. Oh. Ich sag mal, also das seht ihr gerade nicht, dass der stirbt. Ja. Aber ich wollte euch eigentlich mal einen Geist zeigen. Juhu! Da ist ein Geist. So. Das ist nicht der Geisterjäger. Das ist auch nicht der Geisterjäger. Wo ist unser Geisterjäger? Das ist unser Geisterjäger. Ja, den brauchen wir. Der kommt nämlich hier hin. Geist jagen. Und das gucken wir uns jetzt an. Na, also. So, erste Beförderung. Kriegt ein bisschen mehr Gehalt. Eventuell brauchen wir noch ein bisschen mehr zu essen und zu trinken hier. Bin da. Da steht eine Heizung, das ist schon mal gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Getränkeautomat und ein Snackautomat. Eventuell, ah ne, da hinten haben wir. Und da hatten wir. Okay. Oh, das wird aber viel besucht. Da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen noch. Noch eine Beförderung. Auch ein bisschen mehr Gehalt. Befördern. Oh. Was hat denn der? Okay, der ist als nächstes dran. Gut. Sonst hätte ich den jetzt hochgesetzt. Der nächste, der stirbt. Sag mal, könnt ihr nicht vernünftig behandeln da? Ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, noch eine Allgemeinmedizin. Das heißt aber, wir werden ein bisschen was umsetzen. Das heißt, wir setzen. Die Frakturstation bearbeiten. Aha, die setzen wir hier hin. Kann ja auch so bleiben. Kann ja auch von da aus der Eingang sein. So, und dafür setzen wir da. Genauso wie die andere jetzt auch stand. Und Dreierraum reicht, ne? Obwohl, machen wir es so. Setzen wir jetzt eine Arztpraxis rein. So. Arzneischrank nehmen. Abfalleimer neben die Tür. Feuerlöscher brauchen wir nicht. Desinfektion. Bitte dauerhaft. So, ein Heizkörper. Kriegst noch eine Kaffeemaschine rein. Bücherregal. Eine Jucca. Den Teppich. Und hast Prestige 3. Kriegst trotzdem noch Anatomie dahin und dein Zertifikat. So.
Dann haben wir das auch. Das heißt, wir setzen hier vorne. Temperatur, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall noch einen Heizkörper rein. Was ist denn da noch? Obwohl, das können wir auch hier machen, ne? So. Ich finde die Bänke so ganz cool. Hier nochmal Desinfektion dran. Noch so ein Säger in der Ecke. Süßigkeitenspenderchen. Trophäenschrank. Kinderzeichnungen drin. Theoretisch können wir am Telefon setzen wir auch noch mit hin. So, Joker. Joker daneben. Dann ist das auch alles grünlich. Ja. Kann man so lassen, oder? So. Das heißt, wir haben jetzt noch ein. Guck mal, da geht so ein Topfding hin. Der wartet jetzt. Was ist mit der Topferei los? Ein Arzt wird benötigt. Okay. Das heißt, wir haben doch zu wenig Ärzte oder was?